Also wir spielen jetzt ein Stück, was ich extra für die, für diesen Anlass, also für die Schau ins Land Reisen Jazz Rally und auch für den Flashmob heute komponiert habe. Das heißt Rally Reggae. Man muss natürlich so ein bisschen gucken, dass man was schreibt oder was vorbereitet, was für alle spielbar ist. Das Level ist ja sehr unterschiedlich, auch das Alter ist ja unterschiedlich. Das heißt, es gibt Leute, die sind schon ein bisschen fortgeschritten, es gibt Leute, die sind ein bisschen mehr am Anfang. Das heißt, ich habe jetzt was versucht zu schreiben, was nicht total langweilig ist, was aber trotzdem in so einem Setup, auch in so einer kurzen Probezeit funktioniert. Zwei Schritte, die ich wichtig finde. Das erste ist genau der, wie erzeugt man den ersten Ton? Das klappt meistens dann relativ schnell. Das ist ja, wie man sieht, ist ja dieses Mundstück da mit dem Rohrblatt, das muss man zum Schwingen bringen. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt, das ist eigentlich für mich immer der allerwichtigste, der braucht aber ein bisschen, das ist das, was ich vorhin auch kurz gesagt habe. Das Schwierige ist, ein Saxophon dann auch so zu spielen, dass es schön klingt. Ein Saxophon kann ganz furchtbar klingen und es kann wunderbar klingen. Und man muss halt dann versuchen, dass man es halt einfach so spielt, dass es nicht nur einen selber begeistert, sondern auch die Zuhörer.